Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der BGFA mit dem Richie, Hago, Werner, Boxe, Walter. Ich glaube, das war's, ne? Es wird immer mehr. Einer. Aber irgendwie auch noch. Ihr redet auf einmal so laut, ey. Was? Laut? Ja. Übelst. Ja, das Mikro ist jetzt auch am Mund. Ich muss ja jetzt reden. Das hilft ja nicht. Innen drin oder was? Innen drin rein. Boah. So, was machen wir denn hier? Wir verkaufen immer auf die Lage. Also, wir versuchen es zumindest. Hago sabotiert mich mal wieder. Ja. Ich bin schuld. Ja, prinzipiell immer. Ich kann nicht sagen, ich bin schuld. Nein. Das wäre ja irgendwie nicht so klug, oder? Doch. Würde aber zu dir passen. Walter, ich will da finden, lol. So, okay. Nein, ist ja cool. Nicht. Ohne Witz, Werner, du bist ja... Los, Walter, ich will gearbeitet, nicht hin, lol. Habt ihr gehört, wie er das Handy weggelegt hat? Richie, genau. Willst du nicht spritzen irgendwie so lange oder irgendwas Sinnvolles tun? Was Sinnvolles? Außerdem ist er schon dabei über 80% hier, der Anhänger. Vielleicht arbeite hier am Limit. Wollten wir nicht mal größere Anhänger kaufen? Das ich weiß es nicht mehr. Wofür brauchst du größere Anhänger? Um mehr von A nach B zu bringen. Weil wir ja so viel transportieren müssen. Das siehst du ja, ne? Ja. Nimmt Richie nicht jetzt schon zwei Anhänger? Nee, ne? Nee. Oh. Das wäre unklug, weil wenn beide voll sind, hätten die Anhänger nicht mehr zum Schaufeln. You know? Und so können sie immer durchschaufeln. Weil wenn da eine voll ist, nehmen sie einfach den nächsten. Wenn das nicht der andere wegbringt, und dann nehmen sie... Richie, du hättest studieren müssen. Aber der jetzt den anderen schon geholt haben müssen, weil jetzt ist das gleich eh leer. Guck doch mal, wo er den anderen hingestellt hat. Der steht auf der anderen Seite vom Feld, du Mongo. Hat er da total... Ja. Sehr klug. Total toll hingestellt. Super. Ist ja nicht so, dass wir jetzt noch weiter fahren müssen. Hey, ihr könnt da vorwärts mit dem Hügel einfach rüberfahren, weil das ist nicht richtig mit euch. Ach so, okay. Ja, das ist die Holzfäller-Methode. Ja. Und die stellen sich was an, Alter. Voll über die Hügelbügel. Das ist ein 1 cm Hügel, da fahre ich nicht rüber mit meinem Auto. Hast du da schlechte Erfahrungen, Richie? Ich nehme, aber fahr mal leer. Ach komm! Ich hatte überhaupt keine Erfahrung. Lass mal das. Wow! Leo, warte. Wow. Leo? Ja, bitte? Hast du gerade was zu tun? Hat er. Drück mal Tab. Hat okay. Drück Tab. Ja, sehr gut. Das ist Walters Trecker, der da liegt. Zum zweiten Mal mittlerweile schon, ne? Okay. Walter? Was? Klima? Hat er wieder sagen müssen, was kannst du eigentlich mehr? Was ist los, Junge? Fahren wir jetzt da drüber, Hago? Lass mal ja. Immer rüber da. Boxer, hast du nichts zu tun? Hey, das ist ein Walter, das war aber schon gekonnt jetzt, ne? Ja, egal, wie ich den Dreh drauf. Das muss alles dokumentiert werden, Walter. Das Problem ist, wenn du die Schaufel oben hast und die Kurve fährst, hat der leichte Traktionsprobleme. Ja, klar. An der Kurveninnenseite, weißt du? Und ja. Boah, hat er schon wieder die Vorwärts-Rückwärtsschaltung ausgemacht? Du bist 2 Sekunden im Drecker gewesen. Das mache ich jetzt erst, das kann ich nicht kurz fahren. Boah. Kannst du mir in die Schaufel rein? Teil nicht. Wollen wir die ganze Silage verkaufen? Ja, die Kühe haben erstmal genug, glaube ich. Ja, wir wollten noch gleich Häckselgut machen, dann haben wir noch 70.000 für die Kühe gleich da. Was wollten wir machen? Häckselgut? Ja. Häckselgut? Okay. Ja, wir haben den 2-Reiher Häcksler nur so zum Schau gekauft. Ach, das, haben wir den gekauft? Nein, der steht da so. Hago, das funktioniert so nicht. Entschuldigung. Kein Problem. Richie. Boxe. Kann man das Feld da unten, was du mit Mais besamt hast, kann man das mit Dünger auch voll machen? Ja. Hago, du hast noch nicht fertig gesammelt. Was? Wird eigentlich die Zeit auf plus 5 stehen. Die mal wieder auf die Tasse gekommen sein. Mal gucken, wer die fettesten Finger von uns hat. Freiwillige? Alles klar. So, wollt ihr lieber da vorne den Anhänger haben oder hier, wo er vorher auch war? Nee, wir laden keinen mehr auf, keine Silage. Hä? Als ob du mit einer Wand sprichst. Das macht doch keinen. Egal. Was? Wo bist du mit deinen Gedanken, Richie? Ich bin nicht beim Spiel.
Leo, ich habe eine Frage. Ja, bitte. Das heißt, du möchtest die Silage jetzt am Hof behalten? Ja. Und wo willst du das hinmachen, was wir gleich häckseln werden? Nach den Buktustan bringen, in die BGA vielleicht? Ach so, okay. Damit hat er jetzt nicht gerechnet mit der Antwort. Nee, hat er nicht. Out! Oder du willst mehr... Ja, das können wir auch machen. Mehr für die Tiere hier halt anschaffen, das geht auch klar. Ja, dann muss sie doch mal leer werden. Ja, aber das... Das ist eigentlich das, wo Richie hin wollte, glaube ich. Ja, darauf wollte ich hinaus. Ja. Aber... Ja, Boxer? Egal. Boah, wofür braucht ihr hier so viel? Silage. Los, alle schnell. Dann transportieren wir es doch wieder. Alter, du bist ein verdammter. Oh nein. Hat er das gesehen? Hat er das Gewicht vorne dran? Walter? Ja, der ist überall. Also, Walter hat sogar Radgewicht, das fällt noch um. Schlimm. Hat er nicht? Walter, geh weg. Liegt am Motor wahrscheinlich. Alter, du bist schon so ein. Was? Was denn? Was bin ich? Also, wo ist der Anhänger hin? Ja, ich wollte doch nicht mehr, angeblich wollte doch nicht mehr schaufeln. Achso, also Schluss jetzt. Ja, weiß ich nicht. Ja, der fährt voll über den Haufen drüber. Also prinzipiell ja, aber... Walter, weißt du, was mir aufgefallen ist? Hier links ist so eine kleine Kerbe. Und wenn du da reinfährst, bist du verloren. Was, wo? So eine tiefer gelegte Einfahrt für die Bunker. Ja. Wenn du da reinfährst und dann richtig hart nach rechts lenkst, dann bist du weg. Du bist doch so weg, wenn du die Schaufel oben hast. Frag mich nicht, wo ich das weiß. Hab ich mal auf YouTube gesehen. Also. Gewalt ist keine Lösung. Sagt wer? Weiß ich. Pandi? Was? Aber wir haben jetzt echt gut Kohle gemacht. Ja, wenn einfach mal Profis am Arbeiten sind, weißt du. Woher kannst du hierher gucken? Gut gemacht, Werner. Kann ich nicht. So viel zum Thema Profis beim Arbeiten. Ist Richie wieder da, oder was? Gehen Sie doch... Hallo, Richie! Ein Grashalm, zwei Grashalme, drei... viele Grashalme. Wo habt ihr denn nochmal Mais angesät? Auf Feld X. Aha. Bei 36 unten rechts. Ja, ich weiß schon, aber das heißt, Hof wäre näher als wie BGA, ne? Mhm. Ja. Obwohl. Ja, nicht unbedingt. Ja. Wäre ja vielleicht einfacher BGA. Wäre eigentlich? Ja, dann müssen wir sie nicht hin und her bringen, ne? Ja. Aber. Ja. Dann wollen wir töten, naja. Ja. Dann verladet ihr jetzt noch Silage oder keine mehr? Nee. Okay. Sollen wir noch ein paar Animale holen? Was? Ein paar Animale? Nee, oder? Ja, nicht. Ja, nein, vielleicht. Ich würde eher nein sagen, erstmal. Das heißt, wenn jetzt jemand gleich häckseln wird, dann brauchen wir mindestens zwei Abfahrer, ne? Und irgendwas zum Festfahren. Ja. Da haben wir auch die Päcker für. Festfahren wir, Walter. Okay. Ja. Sonst brauchen wir noch was? Gleich hier so ein Schild. Haben wir das Geld dafür? Kein Freund vom Schild, muss ich... Also, oder ist egal. Der Schaufel? Der Wach an der, was das dann festfährt. So, jetzt muss man... Ich hab das bisher immer mit runter da gemacht. Muss man jetzt unten auch noch düngen oder bringt das dann nichts? Doch. Also, ja. Okay. Du musst die 14 noch düngen. Bevor du da runterfährst. So, yo. Da sagt er was. Haben wir eine Tankstelle? Ja. Bei der BGA mal nicht? Doch, nee, das weiß ich nicht. Dip, dip, dip. Wo ist eigentlich der Werner? Hinter dir. Warum das denn? Weil du mich weggedrängelt hast. Ah, Quatsch. Das würde ich nie tun. Oh Gott. Der Futtermischwagen hier mitten im Fußstall.
bei denen da reingestellt? Hab ich reingestellt. Ja, was ist? Haben wir noch Dünger irgendwo? Nee, ne? Doch. Am an der Werkstatt. Also, ja. Wo noch mal? Jetzt rechts, Richie. Jetzt geradeaus. Ja, warm, ja. Eine Frage. Ja. Ah. Oh, die Lasche? Oh. Ja. Geradeaus zu, da stehen Fässer. Gras. Was? Das ist doch Gras hier. Ich weiß nicht, wie das hierher kommt. Wow. Das eigentlich sollte das nicht funktionieren. Eigentlich. Weil du kannst nicht zwei Fuchser auf dem gleichen Hänger transportieren. Das geht nicht. Der Retrace ist schon wieder hier gemacht. Ich hätte ein bisschen Gras verloren. Achso. Kann nicht aus dem Anhänger, das kann man nicht. Achso. Ganz schön wach. Voll. Wie nochmal, Richie? Okay. Und was? Seid ihr schon fertig mit dem Essen jetzt? Natürlich. Ja, meinen Sie jetzt eine halbe Stunde an der Pizza? Das ist kalt, naja. Aber wir können. Oh, ich kann mir da was zum Essen holen. Aber ich hab hier noch. Jetzt habe ich Hunger. Also. Gibt's bei dir, Walter? Du hast gar ja immer nichts. Was gegessen. Eben. Pickup. Pickup fährt man, das isst man nicht. Hast du eine Ahnung? Aber ich hab Hunger. Mach dir doch was zu essen. Werde ich dann noch so tun müssen. Oder bestell dir was. Das meint er mit machen. Ne, mit machen meine ich, stell irgendwas in die Mikrowelle, stell 2 Minuten ein und, ne? Und schlaf auf dem Bett ein. Genau, ja, genau, gewusst, dass jetzt wieder kommt. Einfach mal unten anrufen. Vielleicht bringen wir was hoch. Oh, ich hab alles wieder verloren. Eieiei, das ist aber eine ordentliche Fläche. Zu dir ist halt. Ist da noch was? Ja, da links vom Pfosten ist noch was. Alter. Hast du gerade Luft geholt oder was war das? Ja. Ja, ich habe fast den Abgrund hinuntergeschmissen. Ich hole Asthma-Spray. Oh nein. 9%, war nicht sehr. Naja. Wir können aber das, was hier draußen an Gras rumliegt, gleich in so ein Silo reinwerfen. Walter Walterson. I will try it. Sehr gut. Aber vielleicht braucht Richie das wieder. Mm-mm. Da kannst du dann abholen. Wegen Auflagen. Okay. Wow, Werner. Was denn? Jetzt habe ich 2% Silage drin. Ist auch so ein Held, ne? Und dann bringen die weg, die 2%. Ich bin ja da. Labert der Ester. Oh mein Gott. Ich hab's verteilt. Ah. Lass mich los! Alter? Was? Kannst du mal, Was? Ach, das Gewicht, Moment! Boxer, was jetzt. Hast du gekauft für Paletten? Saatgut! Nur Saatgut? Nur Saatgut, ja. Da stehen noch ein paar Saatgutpaletten rum. Oh, was gibt's? Und irgendwas anderes steht da rum. Ich meine, das wäre, Dünger. Jo. Ah, hier ist noch ein bisschen Silage. Kann man das hier gar nicht mehr befüllen? Doch, aber es ist teurer. Shit. So, wir sind fertig unterwegs. Man kann theoretisch auch den Mais hier direkt ins Silo bringen. An den Schafen, oder was ist das hier? Und dann kauft man sich Schafe, weil wir Geld hätten wir ja, oder? Brauchen wir da noch. Schafe brauchen keinen
Achso. Dafür brauchen wir noch Gras oder Heu, oder? Oh, richtig. Und Wasser. Ups. Oder so. Walter? Mensch, ja. Boah, das ist ein Fendt, ne? Meine Güte, das musst du doch wissen. Ich glaube nicht, weil der Fendt der Baum. Das ist ein Baum. Platz am Hof. So, aber wir sind mit der heutigen Folge fertig. Wenn sie euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.